Frau Dorsch, erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie sind Journalistin des Jahres 2012. Unterhaltungsjournalistin des Jahres 2012. Sehen Sie da einen Unterschied? Also klar, wie Journalistin kann man kann mir eigentlich gar keinen Preis geben als Journalistin, weil ich keine bin. Ja, Sie unterhalten sich als Journalistin an einem runden Tisch. Ja, das ist nett, dass Sie sagen, dass es journalistisch ist. Ich habe auch schon von vielen Journalisten gehört, dass man sich nicht Journalist nennen darf, wenn man keiner ist. Und ich bin keiner. Ich habe es nicht gelernt. Was haben Sie gelernt? Ich habe Schule abgebrochen, kein Abitur und nichts studiert. Nun haben Sie ein Jahr sehr erfolgreich, ich finde sehr erfolgreich, ein Talkformat zelebriert, das mich teilweise an die 70er Jahre erinnert, als auch so Günter Gauss anfing, das war Anfang der 60er Jahre zwar, aber Menschen in Interviewform zu porträtieren, die Sendung 3 nach 9 wurde etabliert und so weiter und so fort, und Sie erreichen damit ein sehr, sehr junges Publikum, das ja ziemlich traurig ist. Aber reflektieren Sie erst nochmal, warum Sie überhaupt solch eine Sendung wollten, die völlig aus dem Rahmen fiel. Das ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass das erinnert an die alten Talkshows. Für mich, und ich glaube, da kann ich auch für Jan Böhmermann sprechen, ist es eben wichtig, was zu machen, erstmal nur, was man selber gut findet. Also das ist bei den Büchern, die ich schreibe, so, bei Fernsehen immer so gewesen, dass man erstmal nur macht, was man selber gut findet. Und dann hat man vielleicht Glück, wenn Zuschauer das auch glücklich machen. Und das war hier bei diesem Format Rausch und Böhmermann ganz stark zu spüren. Ich merke das da auf der Straße und Taxifahrer und alle, die einen ansprechen, sagen, endlich mal eine coole Talkshow, da geht's richtig ab. Und wir haben versucht, Elemente von den alten Talkshows, also wie Alkohol, um die Zunge zu lösen, ganz billige, plumpe Tricks. Das sind so Viagra, ne? Sowas. Und ja, dass man einfach... In den alten Talkshows hat man einfach gesagt, oh, mir geht's jetzt gerade schlecht oder ich weiß nicht genau warum, aber ich bin gegen das, was du sagst. Weil in den neuen Talkshows, die alle gerade laufen, auf allen Sendern, geht's immer um, oh, wir warten, bis wir dran sind und wir respektieren immer die Arbeit des anderen. Und dann kann kein richtiges Gespräch entstehen, wenn man nicht auch mal gegen etwas ist. Und das haben wir versucht vorzumachen als Moderatoren und dann hat es die anderen mitgerissen. Es hat richtig gut funktioniert. Was war da von Inszenierung, speziell vielleicht scripted im Hintergrund, dass Sie sich mit Jan abgesprochen haben, wir müssen die jetzt in die Zange nehmen und wir lassen uns doch mal das dann an der und der Stelle versuchen? Oder war das alles Improvisation? Natürlich unterhält man sich vorher über die Sendung, man weiß, welche Gäste da sind. Wir waren natürlich auch besser vorbereitet, als wir immer behaupten in der Sendung. Und es kann aber passieren, dass wenn Jan sich vornimmt, jemanden fertig zu machen und ich kriege das spitz, dass ich den dann überhole. Also einfach, dass wir uns auch untereinander an keine Regeln halten. Dass ich dem vorher sage, ich bin ein Riesenfan von diesem Gast, aber in der Sendung dann plötzlich total aggressiv bin gegen den Gast und der Jan dann denkt, oh Gott, was ist hier los? Ja, dass es einfach keine Regeln gibt, dass man jede Sekunde neu entscheiden kann, wie verhalte ich mich jetzt. Das spricht ja eigentlich für eine neue Staffel. Sie argumentieren für die Fans, ich merke das schon. Ja, ich kann nur sagen, also ich will überhaupt nicht mitmachen, in wer jetzt schuld ist. Das ist so, wie wenn eine Ehe kaputt geht. War ja wie eine berufliche Ehe. Aber lassen Sie mich mal den Eheberater spielen. Aber dann so sagen... wer schuld ist und woran es lag und so, damit darüber, das will ich nicht mitmachen. Aber lassen Sie mich trotzdem den Eheberater spielen, indem man erstmal, Sie haben das Plus auf der einen Seite und das Minus haben Sie noch nicht gesagt. Was spricht denn dagegen oder dafür, aufzuhören? Also, was spricht dafür, aufzuhören? Es gab einfach hinter den Kulissen Streit und zwar schon lange. Und sozusagen im Detail will ich nicht darauf eingehen, worum es ging. Und schade. Das ist wirklich schade. Das ist richtig, richtig schade, weil dadurch ein ganz, ganz tolles Produkt kaputt ist. Und mit Professionalität kann man da nichts retten? Also indem man sagt, scheiß Streit, das hilft vielleicht vor der Kamera, wenn wir uns so richtig heiß machen. Also es gibt ja Regisseure, die im Theater Schauspieler aufeinander hetzen, damit die Intrige besser spielen. Ne? Stanislavski-mäßig so total in die Rolle hineinfuchsen. Da fehlt, glaube ich, der Mastermind im Hintergrund, der dann die Fäden zieht. Das sind dann leider wir und... wir haben es dann vor die Wand gefahren. Also es gab viele Rettungsversuche und die sind alle gescheitert. Mehr kann ich nicht sagen. Ich würde mich gerne als Mediator einbringen, indem ich einfach sage, dass die Sendung wichtig war, weil sie, das hat jetzt auch die neueste Talk-Republik-Studie ergeben von Studenten der Uni
Koblenz-Landau, die gesagt haben, genau dieses Format erreicht eine Generation, die sich nicht mehr für Politik interessiert. Auch wenn sie vordergründig nicht politische Botschaften übermittelt haben, aber indem dann mal Henrik Imbroda plötzlich da war und cool, sage ich jetzt mit der Sprache der Jugendlichen, über Auschwitz redete, was ja eigentlich zwei Begriffe sind, die nicht zusammenpassen, haben sie plötzlich fürs Leben sensibilisiert oder auch für den Tod, für den Mord. Ja, also das sind Sachen, die wir auch planmäßig immer in der Sendung haben wollten. Fast jede Sendung, die wir gemacht haben, endet mit irgendeinem Krebsthema oder mit totaler Niedergeschlagenheit, weil irgendjemand sagt, im Prinzip ist doch das ganze Leben sinnlos und warum glauben wir an Gott oder so. Und dass man denkt, es geht dann stimmungsmäßig richtig bergab. Alleine das sieht man nicht in anderen Talkshows. Alle da ratlos erschlagen sitzen. Ja, Sie haben recht. Also man hat da ganz viele Themen, die man sonst aus Unterhaltung ausblendet. Und das sollte man nicht. Haben Sie schon öfter mal gehabt, dass man recht hat und trotzdem kein Erfolg? Also ich wollte Sie jetzt eigentlich überreden, die Sendung weiterzumachen. Ich würde die auch gerne weitermachen, aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Es tut mir echt leid. Was muss denn passieren? Also vielleicht kann ich ja dran drehen und vielleicht können die Hörer dran drehen. Briefe schreiben oder E-Mails schreiben oder Facebook zu schreiben. Nein, das ist einfach ein internes Problem. Das hat ja nichts mit außen zu tun. Also tut mir echt leid. Man hört, dass die Produktionsfirma nicht die richtige sei. Kann man sich da in der Mitte treffen? Wollen Sie mehr Kameras oder... Das ist sehr süß, wie Sie das so... Nee, ich will da nicht weiter drüber reden über so die genauen Gründe. Ich finde, das macht man nicht. Aber... eins hat das ja, wenn man so plötzlich auf dem Höhepunkt dieses Ruhms ist, aufzuhören, bewahrt vor Vergessen. Insofern wünsche ich Ihnen, dass dieser Preis nochmal sowas wie ein Sahnehäubchen ist für eine herrliche Zeit und vielleicht gibt es ja was Neues. Es ist ja auch immer an jedem Scheitern steckt ja auch wieder möglicherweise was Neues. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Sie sind echt nett. Danke schön.